Anfang September 21 fuhr ich zum dritten Mal in diesem Jahr auf die Insel La Palma. Dieses Mal stand ein kurzer Familienurlaub auf dem Programm. Natürlich war auch die Angel mit dabei. Von der entfernten Nachbarinsel Gran Canaria aus gibt es keine direkte Autofährverbindung. Der Zwischenstopp liegt auf Teneriffa, wo man sowohl den Hafen als auch die Fähre wechseln muss. Auf halber Strecke der Fahrt zwischen dem Hafen Santa Cruz und Los Cristianos liegt die Stadt Abades. Hier befindet sich eine richtige Geisterstadt. Sie wurde im letzten Jahrhundert für Leprakranke angelegt, jedoch aufgegeben, als man ein Gegenmittel gefunden hatte. Danach hatte das Grundstück viele Besitzer. Das Militär hatte hier einen Übungsplatz, private Gotcha-Veranstaltungen fanden hier statt. Doch wie es leider vielerorts typisch für die Kanaren ist, lassen die Einheimischen alles verkommen und das Ganze verfällt. Schade auch. Nach dieser spannenden Exkursion ging es weiter mit der Fähre nach La Palma. Auf uns wartete dieser verrostete Seelenverkäufer, der sich Volcan de Taburiente nannte. Als Bonus gab es auf der Überfahrt einige Male unter Fähre zu sehen. Bei Sonnenuntergang erreichten wir dann die Insel La Gomera. Die fehlt mir noch auf meiner Liste und ist sicher demnächst dran. Nach insgesamt 7 Stunden Netto-Fährzeit von Gran Canaria aus erreichten wir endlich La Palma. Ein wunderschönes, kleines, leider etwas heruntergekommenes Hotel direkt auf den Klippen hatte ich uns ausgesucht. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Doch leider erwies sich ausgerechnet diese Zone als ziemlich fischleer. Die Grundsee bzw. die Brandung war an allen Tagen ungewöhnlich stark. Waren das schon Anzeichen des späteren Vulkanausbruchs? Die Wassertemperatur um La Palma lädt wirklich zum Bad ein. Sie ist um 1 bis 2 Grad höher als um die östlichen Inseln. Eigentlich sollten um diese Jahreszeit viele Jungfische in Ufernähe sein. Doch hier war kaum etwas zu sehen. Ein Erdbebensimulator am Vulkanmuseum. Ein paar Tage später konnte man das hier in der Realität erleben. Vom mehrere hundert Jahre alten San Antonio schaut man auf den Teneguía hinab, der bis dato jüngste Vulkan. In der Dämmerung noch schnell was für das Abendessen fangen. Fast auf jeden Wurf hatte ich eine Attacke von einem wirklich riesigen Hornhechten. Hookup und wieder ausgestiegen. Ein anstrengendes Hochgeschwindigkeitsgeduldsspiel, bis schließlich einer hängen blieb. Besuch der Pinienwälder in der Nähe der Caldera de Taburiente. Im Prinzip sind es die bewaldeten Flanken eines der größten Vulkane der Kanaren. Über 2400 Meter hoch sind die höchsten Gipfel von La Palma. An einigen Steilhängen geht es 2 Kilometer nach unten. Am nächsten Morgen schlich ich mich zur Nahrungsbeschaffung früh aus dem Haus. Needlestick Fire und das im Halbdunkeln, das Ergebnis ist fast zwangsläufig. Ja, ja, da haben wir einen. Nichts Großes, war gut wahrscheinlich, ja? Ja. Praktisch.
Morgenstund ist überhaupt nicht meine Zeit und so vergaß ich leider die Kopflampe zu aktivieren. Ja. Daher das schlechte Bildmaterial. Auch hier. Der Osten und Norden der Insel ist sehr schön grün, laubbewaldet. Hier fällt regelmäßig Regen und es bilden sich zahlreiche Quellen. Da das Gestein der Insel sehr porös ist, bilden sich leider keine Seen. Auch Stauseen kann man nicht anlegen. Schade auch, klimatisch wäre La Palma sicher die günstigste der Kanareninseln für das Einsetzen von Süßwasserfischen. Dennoch sind wir dankbar, an diesem heißen Spätsommertag in diese kühle Frische und diese angenehm grüne Vegetation ausweichen zu können. Dies fehlt den anderen Inseln. Daher der Name Isla Bonita. Nach dieser erfrischend grünen Idylle machte ich noch ein paar Würfe auf der Westseite der Insel. Schon wieder leider die Kamera im Zeitraffermodus, die ich hier verlangsamt darstelle. Ich deute einem kanarischen Spinnfischer an, dass es auch hier vor Hornhechten nur so wimmelt. Doch sie bleiben nur schwer hängen. Immer wieder muss man das Vorfach kontrollieren, das sehr leicht durch die spitzen Zähne aufgeraut wird. Dann endlich wird einer gehakt. Leider ein eher unterdurchschnittliches Exemplar. Ich konnte Nachläufer durch meine Poolbrille sehen, die weit über einen Meter Länge hatten. Auch dieser, weil verletzt, kommt zur Verwertung mit. Wie man Hornhechte grätenfrei filetieren kann, zeige ich in einem anderen Video. Bitte den Kanal abonnieren. Erneut checke ich das Vorfach, es muss ausgetauscht werden. Am Meer gibt es kein, das geht noch so oder es hält bestimmt noch. Hier darf man sich keine Fehler erlauben und keine Kompromisse eingehen. Das Tackle muss tiptop sein. Ich binde hier einen Miller-Knot, der schnellste, unauffälligste und stärkste Knoten, um einen Snap zu montieren. Die Spots finde ich unter anderem mit der Hilfe der App Navionix. Bei La Palma hat sich allerdings gezeigt, dass die Realität oftmals nicht mit der Karte übereinstimmt. Im Schnitt ist es 5 bis 6 Meter flacher als angegeben. Bedenklich, da die App ja hauptsächlich für Bootsfahrer ist. Zum Schluss noch einen fetten Strike, der leider nicht richtig hängen blieb. Da war der Kurzurlaub auch schon beendet und der Vulkan fing an zu beben.